meine Freunde und Pumper und herzlich willkommen zu diesem Video. Wir sind außer Haus, wir sind weit, weit weg von Home Gym und weit, weit weg von Home Base Fitness Factory, denn wir sind in Frankfurt, besser gesagt Neu-Isenburg, weil unsere Kameradame sich ein bisschen prepared hat, um zukünftig noch krassere Videos hier abzufilmen. Und zwar gab es für die liebe Philly hier eine Nasenkorrektur. Und deswegen sind wir eine Woche außer Haus. Es ist heute der erste Weihnachtsfeiertag. Also heute ist der 25. und wir sind hier in einem wunderschönen Airbnb und versuchen natürlich trotzdem Bodybuilding irgendwie ein bisschen hochleben zu lassen. Wenn man natürlich länger unterwegs ist, beziehungsweise mehrere Tage weg ist, sind natürlich ein paar Faktoren immer sehr wichtig. Es ist einmal, dass du gut vorbereitet bist, was deine Mahlzeiten angeht. Also immer hier schön Proteine und Supplemente mit am Start haben und natürlich, ich glaube, jeder, der irgendwie so ein bisschen individueller und nicht gebunden an Buffet-Mahlzeiten oder so sein will, weiß, dass man einfach die Möglichkeit haben muss oder haben sollte, sich selbst zu ernähren, zu versorgen. Und natürlich, dass coole Gyms in der Nähe sind. Ich glaube, hier in Frankfurt oder Neu-Isenburg gibt es mehrere Gyms, bis jetzt waren wir in einem und da bleiben wir auch, weil das ist gut, fertig. Ist natürlich aktuell so die Zeit hier ein bisschen unspektakulär, weil dadurch, dass Mrs. Felicious aka Le Professional Kameradame nicht viel machen kann aufgrund der aktuellen Entzündungsphase, machen wir, was machen wir denn? Wir essen, wir genießen die Zeit, die mal ein bisschen ruhiger ist. Wir pflegen meine Nase. Wir pflegen die Nase. Essen. Haben wir schon. Ja. Schlafen länger. Viel. Nein, wir sind auf YouTube. Wir regenerieren. Generation. Mehr. Und trainieren. Ich weiß, Zoma schon in dem Gym, ist ein Fit 7-Eleven. Dreieich. Finde ich relativ stabil. Also ist eine mega geile Ausstattung so. Vor allem halt immer was Neues. Und generell, wenn du mal outside deiner Box kommst, macht das auf jeden Fall auch immer Spaß. Du hast halt wirklich einfach wegen anderen Geräten, andere Atmosphäre. Du bist so ganz alleine. Ist ein bisschen was anderes. Aber auf jeden Fall nicht unangenehm oder schlecht, sondern eigentlich cool. Natürlich war das Jahr für viele etwas blöd, so aufgrund dieser ganzen Situationen, die wir halt haben. Und umso mehr freut es mich natürlich, dass wir hier zum Jahresabschluss erstmal viel, viel Zeit für uns haben. Plus, dass sich die nette Dame hier nicht erschrecken. Wir haben beide dicke Backen. Ich natürlich, weil ich der Dicker bin. Und sie, weil sie geschwollen ist. Ach ja, übrigens, die Zeit wurde intensivst genutzt, denn wir haben es tatsächlich geschafft, hier endlich mein erstes Buch hier an den Start zu bringen. Und zwar ist es ganz einfach ein bisschen ein Rezeptebuch, ein Gestaltungs-Enhancer für verschiedenste Rezepte und Anpassungen und mein erstes Buch, wo es um Kochen geht, obwohl ich jetzt auch gerade wirklich hier der Hänsler bin. Unser schönes Weihnachtsgeschenk. Ich war nämlich zwischen den Zeiten natürlich hier von Frankfurt nach Hause gefahren, 2 Stunden, für Weihnachten auch mit den Eltern verbringen zu können. Jetzt werden wir mal hier den Crepe-Maker auspacken und mal schauen, ob wir Fitness-Crepe hinbekommen. Der Crepe-Teig muss natürlich dünn sein und wir werden das Ganze jetzt hier mal live für euch ausprobieren und vielleicht ergänzen wir so auch ein neues Rezept hier vom Buch, weil natürlich jetzt alle Klienten diese Beta-Erstversion bekommen haben und da natürlich noch Sachen ergänzt werden, beziehungsweise wir uns Feedback einholen, ob das Ganze gut ist, bevor es offiziell in den Verkauf geht. Es wird sehr experimentell, ob wir das mit dem Teig überhaupt hinbekommen. Ich habe eine Idee. Ein bisschen improvisieren, weil wir haben halt kein Mehl. Könnten wir Haferflocken nehmen oder Schmelzflocken könnte man nehmen. Irgendeine feste Substanz. Oder man nimmt einfach Eiweißpulver und ich bin für Eiweißpulver. Eiweiß ist immer gut. Bin gespannt. Okay, so kümmern wir uns um den Teig. Bei dem Protein 85 von Peak ist es die, ich trinke ja Eiweiß jetzt so wirklich oft, ist die Konsistenz wesentlich dicker, weshalb ich denke,
dass es sich zum Backen relativ gut eignet. Also die Whey Selection wird nicht so dick, löst sich dafür ein bisschen besser auf. Was machen wir rein? Eiweiß? 60. So, wir machen dieses immer am Weihnachtsmarkt. Eine Kelle. Voll geil. Ja, wirklich cool. Ich bin jetzt nicht so einer, der sagt, ja, das ist meine neue Produktmarke. Wir probieren jetzt mal, wie es schmeckt. Oh, ey, das schmeckt wirklich gut. Das könnte mein neuer Lieblingsgeschmack werden. Ist ja auch nicht dein Produkt. Verstehe ich. Okay, nächster. Ah, ich glaube so. So. Ja. So? Nee. Nee. Vielen Dank. Hier bitte. So. Ist okay? Ja, Geschmack ist eh geil wegen dem Teller. Ne, ist gut. Kann man lassen. Es kommt ein bisschen zu sehr den Magerquark-Geschmack durch. Wenn wir jetzt zu Hause gewesen wären, hätte ich auf jeden Fall noch Yummy Flav Powder dran gemacht. Einfach ein bisschen mehr Schokoladengeschmack zu haben. Oder natürlich halt Haferflocken klein gemacht, zu so Instant Oats. Anstelle vom Mehl quasi. Dann hätte es nochmal so ein bisschen bessere Konsistenz. Aber es funktioniert, würde ich behaupten, doch sehr gut. Was sagst du? Sie hat natürlich noch Probleme beim Essen, klar. Ja, das wird jetzt dumm. Wegen der Schwellung. Besser als gedacht. Ja. Ich schwör. So viel kann damit du groß und stark wirst. Deine Nase muss heilen. Du brauchst Energie. Ja, Nutella brauche ich. Ganz viel. Nachdem die Mission Crepe erfolgreich funktioniert hat, geht's jetzt hier auf ins Training. Und in diesem wunderschönen Airbnb gibt es hier ganz tolle Kelche. Also, zu was eignet sich das besser als hier Pre-Workout Booster, Epic Rush und Epic Pump in einem schönen Kelch zu verzehren. Es gibt Pre-Workout, dann fahren wir ins Training. Ich lasse die Kamera da, weil ich muss ehrlich gestehen, ich bin noch nicht so in diesem, anscheinend noch nicht so in diesem YouTuber-Move. Wenn du da nicht so in deiner Homebase Fitness Factory bist oder im Home-Gym, wo es eh keinen stört, sondern in einem neuen Gym, in einem anderen Ort und dann auch noch alleine, weil die geliebte Kameradame ja leider nicht mit kann, fühlt sich das für mich noch so ein bisschen unangenehm an, hier mit der Kamera rumzurennen, vor allem weil im Gym immer relativ viel los ist. Deswegen muss man jetzt hier auf das Handy zugreifen. Aber ich denke, das sollte kein Problem sein. Und ich denke, ich werde ein paar Ausschnitte zumindest aus dem Training gefilmt bekommen. Ansonsten steht im Moment wirklich sehr, sehr wenig an. Mein Schatz muss natürlich hier massivst herhalten und wirklich regelmäßig Nase spülen, putzen, reinigen und so weiter. Aber das Gute ist, dass das auch bis jetzt wirklich extrem gut alles verheilt ist und sie von dem Entzündungslevel eigentlich so gut das Ganze gemacht hat, dass es schon ein paar Steps so weiter ist, als es sein, als es, ja, normal, als was? Als es normalerweise ist, genau. Yo, und da würde ich sagen, jetzt gibt es hier gute Pump-Combination, Epic Rush und Epic Pump, die natürlich bei Peak wie immer mit dem Rabattcode Kriegern 10 10% sparen könnt. Dann sehen wir uns, wenn ich was gefilmt bekomme. Die YouTuber-Moves müssen natürlich weiterhin trainiert werden. Sehen wir uns im Gym, denn es werden Haxen trainiert. Let's go!
thank God that the brother's on the rise now. Woo! Endless celebrations all in my house. Yeah. Levitating now, I'm super duper fly now. Yeah. London boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. And forget it, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Yeah. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. And my business is humongous, you a thing that happens in there. Damn, man, I'm all bad, yeah, I'm all bad. Looking for that whip, yeah, that what you call that. Me where they at though? They at, I'm though. The new pop, all I do is rap though. Yeah. Want me on your song? Throw a couple stacks, yo. Woo. Everybody wanna do the same thing. Yup. That's why we ain't on the same page. No. Do my own thing and I maintain. Woo. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah, I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah. So, Ladies and Gentlemen, das war's mit dem Training heute. Ich habe jetzt nicht mehr Beinstrecker gefilmt und Bauch, weil war um mich drum ein bisschen zu viel los und ja, Beinstrecker und Bauch halt. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass die Qualität hier ein bisschen in Ordnung war, / ist, weil wir, wie gesagt, hier mit dem Handy heute filmen, ne? Was ein bisschen ungewohnt ist für einen qualitativen Perfektionisten-Diddle wie mich. Naja, zu Hause gibt es auf jeden Fall eine coole Verkostung, denn wir haben ein paar richtig geile Riegel zur Verfügung gestellt bekommen, aber dazu mehr, wenn wir wieder bei meinem Schatz sind, die jetzt ein bisschen alleine hier war. Also sputen wir uns. Let's go. Warte kurz. Sei bereit? Ja. Alright. Doppelte Verzehrempfehlung hilft immer. Oh. Schein in das Ding. So Leute, die Firma Peak hat uns als Weihnachtsgeschenk quasi, haben sie uns hier 4 verschiedene Packungen Riegel zukommen lassen. Wir haben einmal diese Protein 50 Bars hier, einmal in White Chocolate Vanilla, Cookies and Cream Flavor und auch die neuen Yummy Protein Bars in White Chocolate Cookie und in Chocolate Brownie. Ich denke, so nachträglich zu Weihnachten, weil es sich einfach anbietet, machen wir ein kleines Gewinnspiel und zwar verlosen wir pro Geschmacksrichtung jeweils 3 Riegel für einen glücklichen Gewinner in den Kommentaren hier. Also 3 mal 4 sind 12, also insgesamt 12 Riegel. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist, schreibt in die Kommentare, pusht den Algorithmus dadurch und nimmt am Gewinnspiel teil. Schreibt in die Kommentare, Hashtag Anabole Nase. Hashtag Anabole Nase in die Kommentare und der glückliche Gewinner wird auf Instagram bekannt gegeben. Also wenn ihr es nicht tut, also auch fleißig hier auf Instagram folgen. Ihr dürft ihn natürlich auch folgen, wenn euch die Nose Transformation interessiert. Also schreibt in die Kommentare Hashtag Anabole Nase und euren Instagram-Namen mit dazu und dann gibt es auf Instagram Ende nächster Woche die Auslösung von dem glücklichen Gewinner dieses massiven Anabolen-Protein-Packages. Good. Alright, ihr Lieben, wir sind jetzt hier noch ein bisschen Nachtspaziergang machen, weil die Dame mal in die frische Luft muss, beziehungsweise frische Luft sehr gut tut. Wir wollten euch auf jeden Fall quasi als Abschluss des, zum Abschluss des Jahres auch nochmal hier von diesem spektakulären Nasen-OP-Trip ein bisschen was zeigen. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, im Training konnte ich es auch nur bedingt filmen, weil die ganze Brillanz in den Trainingsvideos ja immer von der jungen Dame hier kommt. Sie hat sich auf jeden Fall hier mit der Nase einen Traum erfüllt und ansonsten würde ich behaupten, wir sehen uns auf jeden Fall im neuen Jahr wieder. Wir haben es wirklich geschafft hier, jede Woche, die letzten Monate, jede Woche ein Video hochzuladen und da muss ich auch ganz klar einmal Danke sagen. Natürlich mache ich hier alles alleine, was Schnitt angeht, Video angeht und so weiter, aber das Ganze geht natürlich nicht ohne einen sehr starken Halt, Hintergrund von meinem Schatz hier, Rückgrat, sehr starken Rückgrat von meinem Schatz hier möglich und ist auf jeden Fall wichtig, dass man sich, denke ich, in allen Situationen unterstützt, egal was es jetzt ist. Oh. Und deswegen auch nochmal Danke, gell? Bitte.
Ich kann euch auf jeden Fall nur sagen, dass wir im nächsten Jahr stabil weitermachen werden. Am 29. geht es für mich zu meinem neuen Coach. Also werdet ihr auch im Laufe der ersten Woche von 2022 Informationen darüber bekommen, wie es denn für mich jetzt weitergeht mit Wettkämpfen und so weiter, wie die Planung ist und was sich geändert hat, denn ich habe die ersten Pläne bekommen. Und ist auf jeden Fall was ganz anderes, als ich es gewohnt bin. Bin natürlich sehr hyped und habe extrem viel Bock darauf. Aber alles Weitere sehen wir im nächsten Jahr. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen stabilen Rutsch ins neue Jahr. Und dass es hoffentlich irgendwie so allgemein ein bisschen besser wird als dieses Jahr, kann man natürlich nur hoffen. Und in 2022 wird es auch auf jeden Fall, wenn sie wieder fit ist hier, ein bisschen mehr physisches Transformation geben. Und werden wir euch auch ein bisschen mitnehmen, so wie sie sich in Shape bringt oder wie sie sich in Topform bringt, Training und so weiter und so fort. Die Dame hat nämlich, oh, eine Rasa hier. Die Dame hat nämlich auch auf jeden Fall hier einiges auf dem Kasten, was das angeht. Und da starten wir Mission Comeback für Felicious. Wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns natürlich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Ansonsten schreibt in die Kommentare, um beim Gewinnspiel mitzumachen. Würde natürlich freuen, wenn es ein paar sind und nicht nur zwei Stück. Über die zwei freuen wir uns auch. Sind die Chancen halt dann höher, ne? Leckere, genau, Proteinriegel zu bekommen. Ansonsten, wie gesagt, liken, von mir aus auch teilen, abonnieren und einen guten Rutsch ins neue Jahr solide hinlegen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, bleibt stabil, bleibt gesund und